It's time. The Keyblade Graveyard is up ahead. Someone's coming. Legend has it that darkness once covered the world. We know so little about the Keyblade War, only that it was just the beginning. If ruin brings about creation, what then would another Keyblade War bring? When the darkness falls, will we be found worthy of the precious light the legend speaks of? Or will all of creation be instead returned to the shadows? Today we will recreate the legend and see. But first, your light shines far too brightly. It must be extinguished in order for the truth to be seen. Only when your hopes have been broken by battle upon battle can the key be claimed to Kingdom Hearts. And break you is what we shall do. It has been etched. Look at how many there are! Oh, oh! Okay, gang, get ready! Damit willkommen zurück bei Kingdom Hearts 3 auf dem Schlüsselschwertfriedhof. Jetzt beginnt die große Schlacht. Ja, das wird ein Spaß jetzt. Das erinnert mich so ein bisschen an Kingdom Hearts 2, wo wir auch gegen voll viele Herzlose kämpfen müssen. Aber die Musik ist auch die gleiche. Aber zum Glück habe ich noch ein bisschen gelevelt. Bin jetzt Level 40. Ich denke mal, damit sollte ich hier gut zurechtkommen. Die von der Framerate da hinten einfach gar nicht klarkommen, weil es nur Hintergrundgrafik ist. Die nicht mit 60 FPS gerendert werden. Und hier ist auch eine unsichtbare Wand. Das heißt, es kommen einfach immer wieder welche nach. Level 42. Jawohl, ja. Einfach auf Herzlose eindreschen. Was macht denn mehr Spaß? Und hier liegen lauter Items noch rum. Ha!
So hätte ich mir das nicht vorgestellt, dass es hier so läuft. Ich hätte gedacht, wir kämpfen hier irgendwie gegen Xehanort, beziehungsweise, sagen wir mal, Anson. Aber dem ist nicht so. Mitten durch die Reihe, jawohl, ja. Aber wegbashen. Was? Was ist das jetzt? Ach, ein Zug. Das ist ja mega geil. Bornsteinflamme. Gotcha. Kann man auch auf X betätigen. Drücke Dreieck für ein fulminales Finale. Okay. Den Gleiter halten. Halte in der Luft Kreis gedrückt, um mit hoher Geschwindigkeit per Gleiter große Entfernung zurückzulegen. Ja, den Gleiter, den kennen wir. Das wird lang. Ja, aber dann müssen wir einfach mal hinterher, würde ich sagen, oder? Finaler Schlag haben wir auch gekriegt. Drücke nach einem Blockkonter X, um augenblicklich zum nächsten Ziel überzugehen und dann Angriffe fortzusetzen. Das ist super. Hochmagiezeit plus. Die Verfügbarkeitsdauer von Hochmagie-Kommandos. Die Fertigkeit kann aufgestapelt werden, um den Effekt zu steigern. Okay, aber ich brauche erstmal hier Leiter. Kostet auch nur eins. Okay, Hochmagie plus, wo war's denn? Da. Nehmen wir auch noch mit. Das ist für die ganzen Guard-Zauber. Das sind Hochmagie-Zauber. Okay, da ist noch was. Duktil-Splitter. Ach, die Musik von Keyblade Graveyard, das ist so toll. Nice. Ich habe letztens gesehen, wie das ein Orchester gespielt hat. Das ist Wahnsinn. Richtig schön. Ach, ein Speicherpunkt kommt wie gerufen. Das wird ja wohl nicht das Finale sein, das kann ich mir schwer vorstellen. Ich glaube auch nicht, dass wir das mit Level 42 schaffen. Schauen wir mal, da hinten sind alle. Is everybody okay? Come on, let's go! Sarah! Ven! Sarah, we found you! Tara, please say you're in there. What gives, Aqua? I know that you're not him. Huh? Now let our friend go! Oh.
is their 13th? Today is the day you all lose. What? Before you even face the 13, every last one of you will be torn heart from body. But fear not. The Keyblade will still be forged. We're not gonna lose to you. This can't be real. Huh? Oh. Huh. Oh. Pull it together, Sora. We haven't lost them. They still have their hearts. But we have to protect them. Right! We stand together. Mickey, Kairi, Goofy, watch the others. No! We should all get to safety while we still can! It's too late for that. Ooh. No. Thank you.
gone. Kairi, Donald, Goofy, the king. Gone forever. What do we do? Without them, all my strength came from them. They gave me all of it. Alone? I'm worthless. We've lost. It's over. Sora, you don't believe that. I know you don't. Checkmate. And so darkness prevails and light expires. You need a new strategy. My move, isn't it? Huh? It's not over. Come on. That's not fair. I know I had you. Yes, you nearly did. But a game's no fun if you know where it's going. There's more to light than meets the eye. I told you. Some light comes from the past. Where am I?
was zum Henker ist gerade passiert mit Sora und was ist mit Riku passiert und warum sind wir durchsichtig? Was zum Henker ist hier los? Das ist ja mal ein krasser Twist, damit hätte ich nicht gerechnet. Wir haben am Anfang unser Tutorial abgehalten. Die letzte Welt. Na, da bin ich ja mal gespannt. Es gibt keine Map, kein gar nichts. Ich weiß auch gar nicht, wo ich hinlaufen soll. Einfach mal laufen, dann wird es schon. Can't stay away now, can you? Huh? Hello? The name's Chirithi, and this is the final world. I'm Sora. What's the final world? There's nothing else beyond this. You've wandered here more than once before on your visits to the Station of Awakening, but I let that slide. The edges of sleep and death touch, and one can't help the occasional crossover. Wait, death? Yes, the natural end for those whose hearts and bodies perish together. But some persist and arrive here. My heart and body perished? Does that mean... Something is holding you here, refusing to let you go. You're hanging by a thread. What about my friends? I'm afraid that no one else arrived with you. And if they're not here, they're either gone forever, or they're clinging to the world you came from. I'm going back! Whoa! How exactly? You can't just wander out like your other visits. What? I told you, the other times you came here by your own choice. This time is very different. To become your old self again and return to the real world, you'll have to piece yourself back together in this world first. Ah! Why am I in pieces? What? No, not literally, of course. You're conceptually in pieces. On the inside, who knows? But on the outside, you're just fine. Oh, okay. You kind of freaked me out there. Oh, boy. Usually, only a heart can reach the final world. But since you've clearly managed to retain some kind of form, that can only mean your body was cast into this world as well. Okay, so then if I can find my body, that means I'll be able to go back? Precisely. But there's a lot of you to find. You're going to be busy. Okay, sammle die Phantome ein und setze Sora wieder zusammen. These must be pieces of me. In Kingdom Hearts Dream Drop Distance mussten wir das auch schon machen. Was ist das? Habe ich je etwas bewirkt? Habe ich überhaupt eine Rolle gespielt? Ich dachte, ich hätte meinen Platz gefunden. Umgeben von Menschen, denen ich vertraue. Aber sieh nur, ich bin fort und sie treffen sich wie immer, als wäre alles beim Alten. Der Tisch ist falsch gedeckt. Da sind zu viele Gläser. Oh, wir haben also ein neues Mitglied. Das hat ja nicht lange gedauert. Das war mein Stuhl, das war mein Platz da am Tisch. Ihre Gläser stoßen mit den des Neulings an, eins nach dem anderen. Da gibt es keinen Platz mehr für mich. Vielleicht hat es denn auch nie gegeben. Den hat es nie gegeben? Was soll das denn heißen? Ist das hier richtig, was ich gerade mache? Sora? Yes? It's me, Naminé. Naminé? I'm so glad that you managed to hold on to who you are. Why are you here? I was in Kairi's heart. But then we were struck by a powerful darkness. And I woke up here. And Kairi? I can feel her heart.
She's fighting with all her strength to keep you from fading away. So the reason I retained my form in this place... It's because she's holding you together. Go to her. I'm trying, but what about you? I can't just leave you stuck here. It's okay, really. Kairi is where I came from. So when she's safe again, Kairi is where I'll return. Naminé, I know that I'm supposed to thank you. The datascape doesn't count. I need to say the words myself. But not like this. You and Roxas can't tell me you're okay with this. I know how much you're hurting. I felt that pain through Roxas. He's the one they all miss. It's not me. Wrong! What about me? Kairi, Donald, Goofy, the King? Roxas too, he misses you. And someone else special I know won't let you down. Sora, thank you. Well, then I'm gonna go save Kairi, so at least you'll be free of this place. Okay? Oh, wait. Huh? While sifting through memories, I spoke to Terra, the Keyblade wielder you've been looking for. He has a strong will, and it keeps him tethered to the Realm of Light. I'll try tracing that connection. Maybe that'll be enough to tip the scales in the other direction. Huh? Let's just say I've got your back. That part of you? It reminds me of Kairi. Thanks, Naminé. Oh! That's not the official thank you. Uh-huh. Well, see ya. Be careful. Okay. Jetzt haben wir Naminé getroffen, die sich von Kairis Herz irgendwie gelöst hat. Wer auch immer gesagt hat, Liebe und Hass seien zwei Seiten einer Medaille, ist ein Lügner. Wann immer sich unsere Blicke trafen, gingen wir uns sofort an die Gurgel. Die Vorstellung, wir könnten jemals Freunde sein, ist lächerlich. Endlich bin ich allein hier, was für eine Erleichterung. Wenn ich auch nicht ganz so erleichtert bin, wie ich es gehofft hatte. Schon seltsam, irgendwas fehlt einfach. Ah, so läuft das also. Wollte ich ihm ständig an die Gurgel gehen, nur damit wir Zeit miteinander verbringen? Vielleicht ist das mit dem Mögen und Hassen doch nicht so einfach. Das Herz ist ein komplexes Gebilde. Frag mich, ob er sich auch nur so einsam fühlt. Man braucht schließlich zwei für einen Streit. Was sind das für Leute? So. Aber wir sind mit einer halben Stunde. Ich sag an dieser Stelle schon mal danke fürs Zusehen bei Kingdom Hearts 3. Ich werde jetzt noch meine verborgenen Teile hier zusammenfinden und gucken, ob wir hier wieder in unsere menschliche Form zurück können. Also dann, bis zum nächsten Mal bei Kingdom Hearts 3.